Herzlich willkommen zum Tagesorakel am 3. November bereits. Wow. Mondpause 6:46 bis 12:20 Uhr. Also wir haben den Vormittag über die Mondpause. Denkt so an eure Gefühls- und Erlebniswelten bitte. Und auch dafür bei der Playlist gefragt, gesagt, gibt es immer noch das Video, wie das Ganze funktioniert. Heute haben wir auch wieder ein recht schönes Symbol drin, das wiederum dafür steht. Das ist ja der vorletzte Tag des Portalkorridors und es ist ein Kreis, den wir zuerst malen. Und wir malen innen nochmal einen Kreis, einen Strich hinein, verlängern diesen Strich nach unten und geben hier zwei hoch und auch hier wieder eine Kugel dran. Und das ist das Symbol für heute, was nochmal die Bindung auch stärkt zu eurem Wunschpartner, auch dass er sich sehr angezogen fühlt und ja, Lust auf euch hat. So, also, und was kommt? Es kommt gleich die Freude hinein, die ungemein tolle, erlebnisreiche Freude, das Geschick, die Erlebnisse mit den sechs Kelchen. Das ist also auch eine sehr schöne Karte. Die, ja, eine unschuldige Liebe, dass man sich auch wirklich an eine gute Zeit erinnert, ja. Und heute wird es atmosphärisch, glaube ich, sehr schön für alle werden, ja. Diejenigen, die bei Halloween mit dabei waren, das ist ja jetzt vorbei, die Zeremonie. Da ist es so, dass ihr da jetzt einfach das ganz stark auch spürt von meiner Energie und meiner Verbindung mit euch. Und wir können jetzt Neues entstehen lassen. Also eine bessere Kombination geht gar nicht, wie die Kaiserin noch mit dabei zu haben. Neues entsteht und ihr könnt wirklich jetzt einen sehr positiven Lebensabschnitt begehen. Also das wird richtig toll für all diejenigen, die heute bei St. Martin mit dabei sind. Ja, da geht es los mit der Energie zwischen 19 und 21 Uhr. Spürt ihr die? Und das wird auch nochmal eine sehr schöne Geschichte werden. Und auch da freue ich mich natürlich drauf. Wünsche euch einen tollen Tag. Vielen Dank, euer Malkiel.